Darf ich deine Stirn berühren? Ist das okay? Entschuldige auch. Gut, ich werde jetzt meine Hand gleich auf deine Stirn legen. Und du bleibst mit den Fingern auf meiner Hand. Sehr gut. Du schaust die ganze Zeit auf meine Hand. Und wenn ich die Stirn berühre, schließt du die Augen, bleibst aber mit den Augen bei meinen Fingern. Schließ die Augen und schau da, wo mein Finger jetzt deine Stirn berührt. Schau einfach durch dieses Fenster in deiner Stirn, schaust du auf meinen Finger. Durch das Fenster in der Stirn schaust du auf meinen Finger. Die Augen bleiben bei meinen Fingern. Sehr gut. Und du lässt dich auch nicht von meiner Hinten drücken. Sehr gut. Und wenn du gleich versuchst, die Augen zu öffnen, wird es dir nicht gelingen. Wie mir jetzt versucht, unser fester Leben zusammen. Versuche es und wenn es nicht geht, dann lass einfach gut sein. Schlaf. Einfach bleiben lassen, wirken lassen, geschehen lassen, vollkommen passiv sein. Mit jedem Atemzug sinkst du immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand und fühlst dich vollkommen wohl. Und du kannst dich auch wieder gerade hinsetzen, einfach so, wie es für dich angenehm ist, habe ich. Sehr gut. Und wenn ich gleich bis drei zähle, öffnest du bei der Zahl drei die Augen, ohne zu wachen. Wenn ich bis drei zähle, öffnest du die Augen, bist hellwach, zurück im Hier und Jetzt. Bei drei bist du hellwach, zurück im Hier und Jetzt. Und du hast dir diese Intuition eingeprägt und kannst die anwenden jederzeit, wenn du es möchtest. Eins, Puls und Blutdruck gehen auf für dich optimale Werte. Zwei, dein ganzer Körper wird wieder leichter, dein Körper füllt sich mit Energie, du wirst frischer, fitter, wacher. Und drei, du bist hellwach. Aber hallo. Super. So. Cool, war doch alles in Ordnung. Ja, war schön. War was? Ja, was? Eine Frage. Stirn gedrückt oder wie weit? Ich erkläre es gleich. Ich habe angefangen mit einem unechten Convincer. Also auf gut Deutsch, ich habe ihn erstmal verarscht. Weil ich habe ihm gesagt, ich habe ihm sozusagen, ich habe behauptet, dass ich doch so bis zu deine Augen hätte zusammenkleben lassen, habe ich aber nicht. Bei der Ellen, da kleben sie wirklich zusammen. Bei der Variante. Normalerweise von der Anatomie her kann kein Mensch, wenn er die Augen zu hat und da nach oben dreht, könnt ihr vielleicht mal selber ausprobieren, dann die Augen öffnen. Das geht anatomisch nicht, außer bei bestimmten Sehstärken, wenn diese Muskulatur irgendwie verändert ist an den Augen. Aber ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren, einfach mal die Finger auf die Stirn legen, die Augen schließen und dann die Augen hochdrehen und da schauen, wo der Finger ist. Und dann versuchen die Augen wieder zu öffnen und bei den meisten klappt es nicht. Ja. Hey, jetzt habe ich mir einen Vogel schon. Blenden. Soll ich zeigen, wie ein Vogel? Blenden. Wie gesagt, blenden. Genau. Und sagen wir mal, das, was deiner Trick dabei ist, dass ich sozusagen mehr oder weniger behaupte, dass die Augen nicht zusammengehen, weil ein Trost ist oder immer, oder das suggeriere ich ihm sozusagen. Und in dem Moment ist sein Unterbewusstsein vollkommen überladen, weil er hat einmal diesen Beweis, oh, meine Augen kleben zusammen, also es klappt ja, und denkt darüber nach. Und habe dann aber auch vorher gesagt, ich habe ihn aufrecht hinsetzen lassen. Und habe dann auch gesagt, lass dich nicht so hinten drücken, hat den Druck erhöht. Und dann irgendwann die Hand weggezogen und schlaf. Und dann, ja, mehr ist es nicht. Das kann man übrigens auch ohne Induktion machen. Also da kann man auch ganz schnell Leute beeindrucken oder verblüffen, obwohl es eigentlich nicht mal ein Konvinzer, aber es ist ja nicht mal ein Suggestibilitätstest. Also mit diesen. Ja, ich habe das auch schon so oft gemacht, dass ich einfach den Leuten sage, also wenn ich das mit dem mal vormache, schau mal hier ist Stellung 1, einfach mit den, also nur ohne den Kopf zu bewegen, nur mit den Augen, Stellung 1, 2, 3, 4, 5, okay. Dann sage ich einfach, schließ mal die Augen. Jetzt gebe ich den Augen auf Stellung 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe dich so tief hypnotisiert, wenn du gleich versuchst, die Augen zu öffnen, geht es nicht. Versuche es, es geht nicht. Jetzt gehen wir zurück. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Logisch. Und vorher habe ich es halt genutzt als Induktion. Also man kann sogar das als Induktion nutzen. Sobald sich die Finger berühren, gehst du in Trance. Klappt auch nicht bei allen, eher bei wenigen, aber das klappt. Toll. Toll. Darf ich ganz kurz, David, bist du noch für eine Ja, Frage? klar. Genau. Also die allerschnellste Induktion, die ich kenne, sagen wir mal jetzt in der therapeutischen Praxis auch nicht unbedingt, also das da ist jetzt auch so Sachen, würde ich jetzt gleich in der Heilpraktiker-Praxis nicht unbedingt machen. Also das ist einfach ganz witzig, so irgendwie auf einer Party, aber gut, ich weiß nicht, ob das unbedingt, aber das ist immer Geschmackssache, einfach authentisch. Man kann das Ganze noch schneller machen. Das Wichtigste ist ja, wie gesagt, ihr hattet die Erwartung, dass alles, was ich dazu mache, führt dazu, dass die Trance eintritt. Genau.
Schau mal, Marvin, mach mal einen Jammer bitte auf meine Hand. Tief einatmen, kurz Luft anhalten, ausatmen, schlaf. Einfach bleiben lassen, wirken lassen, geschehen lassen, vollkommen passiv sein. Und wenn ich bis 3 zähle, bist du wieder hellwach, zurück im Hirn jetzt. 1. Puls und Blutdruck werden wieder optimal. Dein Puls und dein Blutdruck gehen auch für dich optimale Werte. 2. Dein ganzer Körper füllt sich mit Energie. Und 3. Du bist hellwach. Also so wie zu dem Thema, weil vor kurzem diskutiert wurde, kann man jemanden mit einem Fingerschnitt hypnotisieren, wo Hypnotiseur gesagt haben, nö, das geht nicht. Wenn ich die Erwartung, dass ich habe, also es geht jetzt nicht, wenn ich an die Bushaltestelle zu irgendjemandem hingehe und sage, schlaf, dann passiert sehr wahrscheinlich überhaupt nichts. Also das ist mir vielleicht für eine einfache oder so persönlich spannend. Aber wenn jetzt eben, sagen wir mal, ich würde das auch nie bei der Hypnoseschau als allererste Hypnose machen, weil dann, sagen wir mal, die Erwartung dann auch noch nicht so groß. Aber wenn jetzt schon mal 2, 3 am Boden liegen und so da sitzen, dann klappt es. Das hat zum Beispiel auch der Faro bei seinem Fernsehauftritt gemacht. Da hat er doch die Leute mit seinem, also super Trick, eigentlich hat er die Hände so zusammenkleben lassen. Händefalltest. Alle Leute, wo die Hände zusammenkleben, auf die Bühne gebeten, weil da wusste er ja schon, okay, die sind schon ziemlich gut. Super Auswahlkriterium. Und dann hat er die Leute Platz nehmen lassen und ist dann auch teilweise nur noch rum und schlaf oder angetippt oder so, weil die Erwartung ist da. Der Otto Normalverbraucher weiß nicht, was ist Hypnose, wie kommt man da rein, der sagt einfach, okay, alles was der Hypnotiseur macht, führt dazu, der macht seinen Job, wird schon wissen, wie das geht und ja, dann reicht einfach dieses Schlaf. Sind alles im Text? Also das ist nicht drin im Text, das mit den Augen ist noch drin und das ist nicht drin. Aber das ist wirklich einfach nur von den Augen geschnitten. Wenn man schnippen kann. Wenn man schnippen kann. Ja. Ja. Wenn nicht, dann muss man. Bisschen nachhelfen. Genau, einen habe ich jetzt noch vergessen. Und zwar, weiß nicht, wer kennt die von Milton Erickson, diese Original-Handshake? Gesehen. Genau, also die wird meist in den NLP-Seminaren gemacht. Kennt die jemand, oder? Du kennst die, oder? Ja, also. Genau, Harry, kann man mal kurz das Ganze eben stehen machen? Weil dann kann ich das besser nicht in die rumgehen. Und da hat es einfach, also das ist einfach ein ganz, also das ist wirklich eine extrem sanfte. Und da ist jetzt nichts nur für eine Überraschung oder Schock und trotzdem geht es sehr, sehr schnell. Also das ist wirklich erstaunlich. Und da ist das ganz einfach, also das heißt ein Handshake praktisch mit Händeschütteln. Und ich sage immer so, wenn ich zu irgendjemand hingehe und die Hand gebe, dann ganz automatischer Reflex ist in unserer Kultur schon drin. Und genau, das nutze ich jetzt einfach. Ich gebe das einfach die Hand, genau, und schau einfach nur auf die Linien in der Hand, schau nur auf die Linien in der Hand und lass die Hand nach unten sinken. Und spätestens dann, wenn sie die Stirn berührt, schließt sie sich auf deine Augen und du kannst es erlauben, ganz tief in diesen angenehmen Zustand zu sinken. Sehr gut. Und bei der Zahl 3 bist du wieder hellwach zurück im Hirn. Jetzt fühlst du dich vollkommen wohl. 1. Puls und Blutdruck werden wieder vollkommen normal. 2. Du bist frischer, fitter, wacher. Und 3. Du bist hellwach. Also da ist eigentlich nur eins dazu zu sagen, es ist eine Musterunterbrechung. Ich gebe Ihnen sozusagen die Zeitlupe in die Hand, genau. Und normalerweise würde er erwarten, wir, Servus, wie geht's da? Das würde das, was er erwartet, wenn ich ihm die Hand reiche. Mache ich aber nicht. Bevor ich die Hand habe, nehme ich ihn hier, habe damit schon mal die erste Musterunterbrechung. Das, was ich dann gemacht habe, ich bin dann deswegen umgegangen, weil ich aus seinem Blickfeld raus will. Ich will ihn seine Konzentration nur noch hier auf die Hand haben, damit er alles außenrum schon mal ausblendet. Und dann tue ich die Hand sozusagen nur noch mit so 2, 3 Fingern führen. Also in dem Moment habe ich sie gar nicht mehr umklammert. Die Hand wird jetzt schon kataleptisch in dem Stadium. Und meistens fällt sie dann von ganz allein auf die Stirn oder ich sage, lass die Hand einfach unten fallen. Genau, du brauchst jetzt aber nicht den Dorsking. Und also es ist wirklich eine ganz simple Sache, unglaublich sanft und funktioniert bei vielen Menschen sehr, sehr gut. Wo dann natürlich auch ganz normal die Vertiefung noch folgt. Und so. Mit 2 Hand könnte man auch da von irgendwo helfen. Ja. Hat er einen Einfluss? Aber brauchen wir gar nicht. Also ich habe wirklich die Hand, ich habe die nicht, also ich habe die da nicht dahin gehoben, sondern ich hebe sie nur einmal so nach oben und dann führe ich sie eigentlich nur noch mit den Fingern, weil die dann schon so kataleptisch ist, dass sie eigentlich von selber das dann. Also das ist ganz erstaunlich, das ist, obwohl es so eine sanfte Induktion ist.
Kompliment. Sehr ja. sensibel, sehr ja. empfänglich. Die Druckzug. Wollte sogar sich selbst gerade in Transfer. Die Druckzug auch genau wie Selbsthypnose, gell? Also ist das eine ja. gute Sache. Ja, ist auch dabei im Text so? Die habe ich drin im Text. Nur genau. einziger mit. Das ist nicht drin im Text. Mal schauen, was habe ich da geschrieben. Die bestehenden Elemente.